Aber ansonsten war es ganz witzig. Also Wolfgang Barrow hautnah am Hannover Airport. Erleben und Erlesen macht es möglich. Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe lernten Fans der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten den Mann hinter der bekannten Figur Joe Gerner kennen. Dabei war der 55-Jährige am Anfang der Serie eher skeptisch eingestellt. Von mir befreundete Casting-Direktorin hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich nicht vorbeikommen möchte. Die suchen dann einen Rechtsanwalt. Zuerst war ich da nicht so von begeistert, weil damals die Serie ja noch keinen großen guten Leumund hatte. Aber bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht dahin gegangen wäre. Keine Ahnung, das weiß man sowieso nicht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich es bereut habe. Seit Folge 185 und damit seit über 20 Jahren ist der Schauspieler als intriganter Anwalt im Vorabendprogramm zu sehen. In den knapp 2 Stunden gewährte Wolfgang Barrow einen kleinen Einblick in sein Leben als Schauspieler. Obwohl der gebürtige Berliner nebenbei im Theater, im Kabarett und als Hörspielstimme aktiv ist, denkt er noch lange nicht über das Ende von Joe Gerner nach. Also wenn es nach mir geht, noch bis Gerner irgendwann im Rollstuhl landet und wieder mal im Rollstuhl landet und dann in die Gerontologie abgeschoben wird, aber das weiß man dann. Erleben und Erlesen bringt auch in Zukunft interessante Gäste in das gemütliche Ambiente des Skylights. Karten gibt es im Vorverkauf im Virgin Store direkt am Flughafen oder am Hauptbahnhof Hannover.